Das Tal hinter einer alten Schuhfabrik, in dem früher auch eine Ledergerberei stand, wurde als Park umfunktioniert und wird jedes Jahr schöner. Möglich war das, weil man sich für die Landesgartenschau bewerben wollte. Die Schuhindustrie prägte Pirmasens über 100 Jahre lang, sogar bis hinunter in das Tal, das wir Ihnen gleich zeigen. Heute befindet sich dort nämlich ein Park, wo früher eine Gerberei stand. Stinkende und giftige Stoffe gehörten hier zum Alltag. Die Gerberei wurde längst entfernt. Teile von Europas größter Schuhfabrik stehen noch und wurden in die Neuzeit gehoben. Das Mitmachmuseum Dynamicum lässt hier die Naturgesetze mit unzähligen Exponaten ausprobieren und animiert auch Erwachsene dazu, zum Spielkind zu werden. Ein Pflichtprogramm für Schulklassen aus der Region, aber auch endlich mal ein Anziehungspunkt für Touristen, den Pirmasens dringend gebraucht hat. Eine Stadt, deren Einwohnerzahlen schneller schrumpfen, als einst die Schuhindustrie zusammengebrochen ist. Direkt an das Dynamicum in der einstigen Schuhfabrik Rheinberger grenzt nun der Landschaftspark. Die Industrie ist schon lange weg. Schon in den 80ern gab es den Gedanken, Sportanlagen hier zu bauen, doch diese kamen dann woanders hin. Zusammen mit dem Jugendhaus hatte man in den 90ern überlegt, was man für den Nachwuchs hier anbieten kann. Man entschied sich für eine Skateanlage. Dazu gab es einen Fußweg. Doch nach und nach kam viel mehr dazu. Der große Umbauschub kam aber durch den Wunsch, Gastgeber der ersten Landesgartenschau zu werden. Das Gelände lag eine Zeit lang brach, wurde dann auch abgerissen. Die Gerberei selber wurde aufgelöst, wurde auch die ganze Gerbflüssigkeiten, was alles so früher da gab, ordnungsgemäß entsorgt. Kam leider nicht zu Zuge, die Gartenschau. Wäre schön gewesen natürlich für Pirmasens, aber gut, Kaiserslautern hat es auch sehr verdient gehabt auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, es hat ja keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt haben wir die schönen Pläne. Die kann man jetzt auch dann ausarbeiten, vielleicht ein bisschen kleiner machen. Und dann entstand die Idee, doch nochmal eine Förderung zu beantragen, dass wir halt vom Land Mittel bereitgestellt kriegen. Einmal für die Sachkosten, die ja nicht unerheblich waren in Millionenhöhe, aber auch gleichzeitig unser Problem der Jugendarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Die war damals sehr hoch. Über 70 arbeitslose Jugendliche wurden schon in den ersten 3 Jahren hier beschäftigt und an die Arbeit im Grünen herangeführt. Viele von ihnen sind auch im Arbeitsmarkt untergekommen oder haben dann eine Lehre absolviert. Wie wird der Park nun angenommen? Kann man die Pirmasenser tatsächlich auf die Fläche ziehen, die 10 Gehminuten von der Fußgängerzone entfernt ist? Am Anfang, denke ich, ist immer das typische Pirmasenserische. Man war erstmal skeptisch und so weiter, was hier so entsteht. Aber es hat sich sehr schnell rumgesprochen. Und gerade so abends und am Wochenende ist der Park sehr gut angenommen. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Wenn man diese Maßnahmen nicht gefördert bekommen hätten, dann wäre sicherlich immer noch weiterhin eine Wiesenfläche hier. Wäre vielleicht für die Natur ganz schön, so mitten in der Stadt. Aber halt die Nutzungsvielfalt, wie sie jetzt da ist, wäre gar nicht gegeben gewesen. Lieblos Pflanzen aufstellen ist nicht. Jeder Park braucht sein eigenes Ambiente. Welche Inspiration gab es für diese Art von Landschaftspark? Mein Anliegen war damals halt das Thema Wasser in die Stadt zu bekommen. Viele Städte haben hier irgendwo einen Fluss, an dem sie liegen. Pirmasens ist eigentlich Stadt der Quellen. Erst war das so eine Quelle, die hier im Strecktal war, ja schon so eine Art Schilfgraben, der da zu sichtbar war. Da habe ich gedacht, da muss noch mehr sein. Und da haben wir zusammen mit dem Tiefbauamt unser Kanalnetz mal untersucht und haben tatsächlich überall so Einläufe gefunden, unterirdisch. Und diese haben wir dann gefasst an der Kanaldecke oder haben sie rausgezogen, sodass halt im freien Fall die Leitungen in der Frohinstraße mal größtenteils an die Oberfläche geführt wurden und dort als Quellen wieder zum Vorschein kommen. Zum Beispiel auch der Wedebrunnen. Die kennt jeder in der Stadt, der hat uralte Tradition. Das Wasser ist einfach ein Kanal versickert. Jetzt kommt das kleine Wasserfall vorne an der Frohinstraße raus und speist unseren großen Weiher. Auch in heißen Sommern hat das Wasser aus einem städtischen Brunnen zur Füllung des Landschaftsweihers gereicht. Schilf füllt sich hier wohl und wächst immer höher. Für Kinder gibt es eine große Spielanlage und die Mamas und Papas können dabei die frische Luft genießen, denn die Autos sind ein paar hundert Meter weg. Bis auf jene, die über unserem Kopf fahren, auf der Streckbrücke. Von Jahr zu Jahr kommen noch immer Sehenswürdigkeiten dazu. Wie kürzlich ein Barfußpfad, ein Bienenhotel, kleine Wasserstaudämme und. Da haben wir einmal die umfangreiche Weinpflanzung zum Dynamikum hoch an den Mauern. Und davor haben wir jetzt noch eine Salienpflanzung vorgelagert. Das sind so richtige Farbknaller, gerade im Herbst, längere Zeit. Die leuchten richtig schön rot. Die ruhmreiche Vergangenheit als Schuhmetropole wird im Rheinberger Gebäude wie drumherum immer wieder thematisiert. In einem neuen Abschnitt spielt aber auch die Pfalz als Weinlieferant eine Rolle. Dabei wachsen in der Westpfalz doch eigentlich gar keine Reben, oder etwa doch? Also Klima steckt gar kein Problem da.
Was wir ein bisschen Probleme hatten, ist der Boden. Die müssen erstmal die Weinreben, die Wurzeln sind ja sehr tief, auch im Weingebiet vorne, die gehen ja bis zu 20 Meter tief und müssen den Boden erstmal erschließen. Und das dauerte mal einige Jahre und dann kommt auch irgendwann mal der Ertrag. Den Bürgern einen attraktiven Park kostenlos zur Verfügung stellen zu können, macht auch ein wenig stolz. Es ist ein Bürgerpark, ist für die Bürger angelegt, er ist mit Steuermitteln angelegt und daher sollte auch jedem zugänglich sein dann halt, ne? Auch zum Beispiel unseren Hundebesitzern, das war auch dabei umstritten, weil es gibt ja einige Mitbürger, die sich nicht dran halten. Das ist immer schade drum, aber ich denke, gerade die Masse hält sich da dran, achtet darauf, dass sie auch die Hinterlassenschaften mitnehmen. Da denke ich, der Park sollte für jeden geöffnet sein. Mittlerweile gibt es sogar Rad- und Wanderwege, letztlich 25 Kilometer lang, aus der Stadt heraus durch das Strecktal hinunter. Dort eröffnen sich dann ganz neue Perspektiven im Blümelstal, wo man bisher schwer hinkam. Dorfleute aus angrenzenden Gemeinden nahmen diesen Weg früher, um in die Stadt zu kommen und in den Schuhfabriken zu arbeiten. In den Jahrzehnten danach war aber alles langsam zugewachsen. Wer selbst kein Zweirad hat, um die wiederbelebten Wege zu erkunden, kann sich im Dynamikum sogar ein Pedelec ausleihen, ein Fahrrad, das vom Elektromotor unterstützt wird. Problem war halt nicht der Bau des Weges, sondern überhaupt erstmal an die Grundstücke ranzukommen, weil der ganze mittlere Strecktalbereich damals mit Gärten, ehemaligen Gärten halt, verbaut war. Da wurden überwiegend die Zahl der Gärten gar nicht mehr genutzt. Die haben wir in den letzten zwei Jahren aufgeräumt. Es sind nicht alle Leute mehr so mobil wie früher. Es wird doch, denke ich, auch immer teurer werden heutzutage, wenn man die Spritpreise so sieht. Man fährt immer woanders in die weite Ferne, um da Fahrrad zu fahren. Es ist natürlich ökologisch sinnvoller, vielleicht direkt von der Haustür aus loszufahren und halt auch Bevölkerungsgruppen Möglichkeiten anzubieten, die gar nicht wegkommen. Der Strecktalpark in Pirmasens konnte sich nun schon etablieren. Er ist eines von vielen Beispielen, wie man aus alter Industrie zumindest vorübergehend neue Arbeitsplätze schaffen kann und auf Dauer eine neue Nutzung für die Freizeit. Denn die Fabriken werden hierher nicht mehr zurückkehren. Den Zuschlag für die Landesgartenschau gab es bisher nicht, aber ein lebendiger Park bleibt für die Stadt.